Was geht ab, Leute? Willkommen zu einem weiteren Video von mir. Und zwar hat Younes Jones ein neues Video hochgeladen, der Ramadan-Magnet. Was mir aber direkt hier rechts aufgefallen ist, ich habe die letzten zwei Tage oder so nach einem gescheiten Mikrofon gegoogelt und so weiter und so fort. Und da sieht man, wie individuell die Werbung geschaltet wird. Schon kommt so eine Dreckswerbung von dem Mikrofon. Ich fick mein Leben. Naja, wie gesagt, ich würde sagen, wir schauen uns einfach das Video an. Und ja, let's go. Ja, Mann, heute ist der erste Tag im Ramadan. Stopp, halt, Hannes, du weißt, was du tust. Es ist Ramadan, der heilige Monat. Das bedeutet nicht essen und nicht trinken, keine Frauen und vor allem nicht beleidigen und keinen Stress machen. Mann, ich bin Younes, Mann, ich bin stark, Mann. Ich brauch kein Essen und Trinken, ich krieg das hin, Mann. Frauen brauch ich sowieso nicht. Nein, ich mach keinen Stress, ich bleib ruhig, alles gut. Fernseher mehr, guckt ihr mal sehen, was da so läuft. Philipp Lein am Start hier. Was ist das, ja? Bruh. Was ist das denn, ja? Scheiß auf Fernseher, Mann. Ich hab eh nur Schrott. Ich guck jetzt YouTube, Mann. Ich guck mir jetzt Galileo-Folgen an, Alter. So, Galileo. Neue Folge. Was ist das denn? Ja, macht Galileo nur noch Reportagen über Essen oder was? Verarschen, Alter, warte mal. Schreibt mal jetzt Galileo. Kein Essen. So. Alter, ist das ein schlechter Witz oder was? Was für Döner, Mann? Was ist das denn? Ja, überall zeigen die Essen. Was ist los? Hat Essen Geburtstag oder was? Yo, was geht, Bruder? Yo, Younes, Bruder, wo bist du? Ich bin zu Hause, was ist los? Ja, Bruder, wir sind auf dem Weg zum Sushi-Laden. Zum All You Can Eat. Bruder, die haben ein krasses Angebot. Statt 19,90 € nur 4,90 €. Sushi? Meinst du da bei einer Kreuzung bei Sushi-Laden? Ja, Mann, Bruder, genau der. Die haben so krasse Garnelen am Start. Ja, Bruder, seit wann gehst du in dem Laden? Ja, du magst doch kein Garnelen und auch kein Sushi, was ist los? Ah, Bruder, keine Ahnung, ja. Seit heute mag ich das voll. Junge, ich kann nicht, wir haben Ramadan, ich faste, das weißt du doch. Ach, stimmt, es ist ja Ramadan. Schade, Bruder, ja, Mensch, einfach nach Ramadan. Ach, schau mit dir, ja, was ein Mensch, Alter. Meine Fresse, geht mir alle auf die Nerven, ja. Weißt du was, ich leg mich mal ab, ich geh jetzt die Wohnung putzen. Ja, wo ist einer, da ist ein Dönerteller. Hey, wie kommt ein Dönerteller unterm Schrank? Was passiert hier? Schlafen oder bin ich am Träumen? Alter, ich muss mich, glaube ich, hinlegen, ja? Was passiert hier, Mann? Wie kommt das in mein Bett? Ja, das wird mir alles zu viel, ich muss hier weg, Mann. Also das Video ist schon echt gut gemacht. Ich muss sagen, Props gehen auf jeden Fall raus. Stabiles Video. Ja, hallo, Herr Nachbar. Ja, hallo, was ist los? Ja, ich bin der neue Nachbar, ich wollte nur Hallo sagen. Hä, wie neu? Sie wohnen doch schon seit einem Jahr hier. Ja, wie auch immer, ich wollte Ihnen auf eine gute Nachbarschaft einen Erdbeerkuchen bringen. Was für Erdbeerkuchen, Leck? Ein Jahr bist du nicht einmal zu mir hochgekommen. Warum ausgerechnet heute? Warum an Ramadan, Leck? Geh mal weg hier. Komm, geh wieder vor mein Haus, du Junge. Was ein Mensch, ja? Guten Tag, haben du Pizza bestellt? Ich hab keine Pizza bestellt, ich will nichts essen, lass mich alle in Ruhe, geht nur mal weg hier! Was für Menschen, ja? Aber meine Pizza lecker! Hey, Bruder, ich verstehe das nicht, was passieren denn für komische Sachen an Ramadan, ja? Los. Bruder, ich bin zu Hause, ich sehe nur Essen! Wallah, auf meinem Bett war sogar Essen! Ja, unterm Schrank, Bruder, war ein Dönerteller! Hey, Bruder, guck mal da! Alles klar bei dir? Ja, danke. Alles bestens. Kennst du mich noch? Ey, warte mal,
Warte kurz, hey, hallo, hallo. Ja? Sorry, du bist mir gerade so aufgefallen und ich finde dich voll attraktiv. Du bist voll mein Typ. Nee, ich sorry. Dich gerne, kein Interesse. Ich würde dich gerne kennenlernen. Ah, jetzt weiß ich, wer du bist. Okay, okay, aber was möchtest du denn jetzt von mir? Hast du nicht Lust, die Tage mit mir auszugehen? Wie, jetzt auf einmal? Die Olle stand ja richtig auf dich. Ich verstehe das nicht, Mann. Es fängt genauso an wie mit dem Essen. Was soll das, Bruder? Was passiert denn hier, ja? Ja, hallo? Lisa? Meine Ex? Ja. Du hast mich vermisst? Du willst mich sehen? Ah, warte mal, wieso denn jetzt auf einmal? Ich bin dir ehrlich, ich möchte keinen Kontakt mehr. Trotzdem danke für deinen Anruf, ja? Macht's gut, ja, okay, ciao. Bruder, du weißt nicht, ich hab 11 Monate nicht von ihr gehört und jetzt will sie sich auf einmal treffen? Bruder, weißt du jetzt, wovon ich rede? Du erzählst mir das erstmal heute Morgen mit dem Essen und jetzt bekomme ich das hier mit den Frauen. Bruder, was erzähl ich dir doch die ganze Zeit? Warte mal, ja. Guck mal, Bruder, dir schreiben ja nur Frauen, was geht da ab, Mann? Bruder, siehst du, was ich meine? Scheiße. Keine Ahnung, Bruder, ich bin voll verwirrt, ich verstehe das alles nicht, weißt du? Alles klar? Ja gut, aber dich kenne ich auf gar keinen Fall. Ja, ich weiß. Wir kennen uns auch nicht, aber ich will dich kennenlernen. Ja, aber warum denn mich? Warum ausgerechnet mich? Es gibt 1000 Männer auf dieser Welt. Warum mich? Ich bin noch am Fasten. Ja, aber ich finde dich voll süß. Was für süß? Frag doch meinen Kollegen, der ist genauso süß. Scheiße, Mann, was soll das? Was ist los? Hast du ein Problem oder was? Willst du mich verarschen? Ich wollte doch reinparken, was soll das? Ja und Alter, dann hab ich ihn halt genommen. Was ist dein Problem? Komm raus, willst du prügeln oder was? Was willst du, du kleiner... Moment, Junge, stopp, komm runter, wir haben Ramadan. Nicht beleidigen und keinen Stress machen. Ey, ist okay, scheiß drauf, ist okay, geh einfach, ja. Nein, steig aus, schau dich behindert, Junge, ich wollte dich kaputt. Wen haust du kaputt, wen? Komm her! Nein, Junge, tu das nicht. Komm wieder runter, sei der Schlauere. Okay. Ey, komm, geh bitte, ist okay, alles gut, ist okay, du hast da geparkt, geh jetzt einfach. Kleiner Spaß, du hast alles bekommen, ich wusste, dass du ein Feigling bist. Ist okay, Mann, geh jetzt einfach, geh. Aber beim nächsten Mal nicht so eine große Fresse. Sorry, war nicht extra. Was ist sorry? Hast du ein Problem oder was? Junge, hast du... Stopp, Junis, wir haben Ramadan. Du musst dich beherrschen. Du darfst dich nicht schlagen oder beleidigen. Hey, Bruder, alles gut. Tut mir leid. Lauf weiter, ja? War nicht extra, ja? Lauf bitte, lauf weiter. Komm her, ich geb dir einen richtig Basti. Komm, lass uns boxen. Komm! Ja, komm her! Nein, Junis, verliere nicht die Kontrolle. Beherrsch dich. Ey, Bruder. Sorry, Mann, sorry, tut mir leid. Ich sag dir doch, tut mir leid, Mann. Lauf doch einfach weiter, das war nicht extra. Alles gut, Bruder. Du kleiner Pisser, nichts, dann bekommst du Schläge, hast verstanden? Ist okay, Bruder, tut mir leid. Alles gut. Verzieh dich, Allah. Alles gut, Bruder. Nein, Bruder. Oh, Bruder, ja. Was ist denn los? Sieht das nicht besser aus? Ja. Bruder, nur Stress heute, ja? Erzähl, was passiert? Bruder, jeder stresst mich heute, jeder gestresst, ich verstehe das nicht. Ja, beruhigt dich, ist Ramadan. Komm, lass ihn runter, Bruder. Ja, lass ihn runter, komm, egal, Bruder. Wo ist dein Sohn? Wo ist Neu? Der ist in deinem Zimmer. Bring mir den mal bitte, ja. Mit Kindern kann man am besten abschalten, weißt du, ich meine? Okay, warte, wenn Fasten vorbei ist, warte. Oh, was ein Mensch, Alter.
heute Morgen gewesen mit dem Essen. Ah, scheiße, jetzt hast du mich aber erwischt. Guten Tag, komm du bitte mit dir. Guten Tag, komm du bitte mit dir. Du kleiner Pisser, nichts, dann bekommst du Schläge, hast du verstanden? Ist okay, Bruder, tut mir leid, alles gut. Verzieh dich, Allah. Alles gut, Bruder. Von welchem Familien bist du? Von welchem Clan bist du? Von welchem Clan? Komm raus! Ich kann dir gar nicht ernst. Ja, das ist natürlich üblich für die Frauen, ne? Ich muss mir das Skript hier durchlesen, weißt du? Das Drehbuch. Ramadan-Magnete. Ja, sehen wir jetzt, was als nächstes gedreht werden sollte. An der Stelle, ne? Regisseur. Wo ist Regisseur? Wer denn weiß Bescheid? Leute, das Video wird vor Ramadan gedreht, ne? So zur Info. Der liegt nur da. India. Klappe, Opfer. Mach mal laut. Klappe, 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 klappe. Hast du Wiederholung Kassette reingetan? Wen machst du so? Wen machst du so? Hä? Nur, komm mal her. Komm mal her. Sag mal was, mein Fan. Sag mal was, mein Fan. Sag mal was. Was ein Leiter. Was ein Leiter. Speak out. Du kleiner Bastard, wo ist das? Was ist denn eigentlich die Chance von dem Mann? Was sagt ihr zu den Leuten, die fasten? Ramadan Kerim. Ah, Ramadan Kerim, Freunde, ihr wisst Bescheid. Peace out. Peace out. Geiles Video, also echt gut gemacht. Kann man nichts anderes dazu sagen, also geiles Video. Mit den Outtakes am Ende, richtig geil. Und ja, an alle, die fasten, auf jeden Fall noch viel Spaß. Ich glaube, noch 15 Tage müsst ihr oder so. Ja. Wie gesagt, wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da und folgt mir auf Instagram. Peace.